aber eigentlich ist das doch zu teuer, wenn man ganz ehrlich ist. Oder Fleisch zu billig. Tja, ja. Wesentlich für den Fleischpreis ist die Haltungsform. Steht ihr voll dahinter, hinter diesen Haltungsformen? Voll gar nicht, nein. Nee, okay. Also, ja. Also ein Problem dieser ganzen Label ist einfach, es gibt im Moment als Verbraucherin da gar nicht mehr wirklich durchgeblickt hat. Ne? Mhm. Und jetzt machen sehr viele diese Haltungsformkennzeichnung, aber da muss man zusagen, das ist ein Label, dass die jetzt nicht irgendwie die Latte besonders. Außerdem gibt es einen italienischen Hackbraten mit saftiger Füllung aus Spinat, Käse und Schinken von Monika Riboni. Hallo Monika, grüß dich. Hallo Viola. So, Monika, was machst du heute? Ich mache heute einen Hackbraten, wie wir in Italien am Sonntag machen, wie Oma Atima das gemacht hat. Also Italien verbinde ich gar nicht mit Hackbraten, so. Nein. Ist das wirklich klassisch bei euch? Ja, ja, ist klassisch. Es war in 80er Jahren immer am Sonntag. Okay. Ja, ja, immer. Das ist ein klassischer Rezept. Du hast jetzt Rinderhack und ich sehe aber auch Salsiccia. Salsiccia. Das ist dann Schweinefleisch. Ja. Und das mischst du gleich? Ja, ich mische zusammen mit Käse und Brot natürlich, wie für die Frikadelle. Doch nicht irgendwie. Ja, es ist doch immer eine besondere Kunst, diese Flaschen Sekt, sowjetischen Sekt natürlich, aufzumachen. Aber hier scheint schon vorsichtig etwas eine ganz schöne Schwitztour. Ja, da habe ich mir nur die letzte Flasche sowjetischen Sekt gegönnt. Ah, das ist hier auch ein Korken. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist doch der Korken abgegangen. Also der Kopf von dem Korken. Und das wird natürlich lebendig. Das wird natürlich lebendig. Da hat man nun so was Schönes. Aber das ist ja bei weitem nicht das erste Mal, dass ich da Schwierigkeiten habe durch die Flasche. So, nun habe ich hier extra nur noch die Taschenlampe vorgeholt, damit ich Strom sparen kann. Denn bei diesen Preisen, also, das ist ja nun grauenhaft. So ein bisschen schon. Die Flasche ist offen. Hurra! Sieg auf der ganzen Linie.
So, wie kriege ich ihn nun die Flasche wieder zu? Tja, Levelü, im Dunkeln war die Traktur des Öffnens der Flasche Sekt. Naja, ein edler Tropfen fordert schon Leistungen. Also er hier, eingefangene Krimsonne, das ist schon was Besonderes. Also da geht die Flasche nicht einfach so auf. Also, da muss man schon was können. Sehr zum Wohl auf das neue Jahr. Ja, das ist Wohltat. Gibt es gar nichts. Obwohl der hier eine kleine Nuance nach Muskat hat, ich weiß auch nicht. Naja, geben wir uns Mühe, dass die Stadt... den Deutschen wird das vermittelt, das ist die Stadt Bachmut in der Ukraine. Und ich hatte ja schon mal im vorigen Jahr aus Russland erläutert, dass die Stadt Bachmut, da hatte ich mich noch so verballert, da hatte ich auf die Russen gehört und die hatten gesagt, Bachmut hat es nie gegeben. Nein, Bachmut war eine Bezeichnung für die Stadt im Zarenreich und anschließend heißt die Stadt Artjomovsk. Und da kam der beste sowjetische Sekt immer her. Also die Russen sind immer danach gelaufen, Sekt aus Artjomovsk, da waren die dabei. Momentan wird, glaube ich, in Artjomovsk wieder gekämpft. Prigozhin hat die Stadt genommen. Und jetzt gibt es dabei wieder Hudeleien. Tja, so sieht das nun aus. Trotz, dass heute schon der 28., der 29. Januar 2024 ist, noch alles Gute zum neuen Jahr. Ich glaube, vor einem Jahr war ich da auch ziemlich verspätet gewesen, aber dieses Jahr noch später. Und erst einmal noch einen Schluck nehmen. Prösterchen. Ja, man kann da ohne weiteres sagen, wenn einem Gutes widerfährt, das ist schon ein Glas sowjetischen Sekt wert. Ne? Käme so hin mit der, das gibt es gar nicht. Ja, im alten Jahr hatte ich mich noch an die Oberbürgermeisterin gewendet. Mit der Bitte, doch mal die Gesetzlichkeit einzuhalten in Bezug auf Ausweisausstellung. Und ich hatte dort ganz eindeutig geschrieben, ich fotografiere das auch noch, die Eingabe, die ich da gemacht habe. Und hatte dort eindeutig gefordert, wie habe ich mich vor 10 Jahren ausgewiesen im Bürgerbüro West. Das wurde natürlich in der Antwort nicht geklärt. Also da ist einer ins Bürgerbüro West gekommen, hat gesagt, gebt mal einen Ausweis. Und hinterher, nachdem der Ausweis gedruckt war, haben die Geburtsurkunde verlangt. Ja, ich meine, da müssen die Leute schon ganz schön was drauf haben. Gibt es gar nicht. Der Holger Platz hatte ja das Kollektiv so gelobt. Wie qualifiziert und das... Kollektiv ist und so. Naja, und hatte gesagt, ich möchte den Ausweis neu haben und nicht, dass mir ein 10-jähriger Ausweis angedreht wird. Tja, und was meint ihr wohl, liebe Leute, wie mir dort geantwortet wurde?
Ich blende die Antwort auch ein. Und ich muss an für sich sagen, nachdem ich das alles nochmal übersehen hatte, die ganzen Videos, die ich zu diesem Ausweis gemacht habe, und das letzte Video da, Ausweis, Ausweis und nochmals Ausweis und kein Ende oder so, wie ich das gesagt habe. Ach, das. Da habe ich mich über die Antwort vom Holger Platz noch geärgert. Naja, da war nun neben der Geburtsurkunde war auch gleich das Scheidungsurteil beim Holger Platz damit verschwunden. Und dann hat er das hinterher wieder gerechtfertigt. Und vor allen Dingen gab es dann, nachdem der Ausweis gedruckt war, schon 2 Jahre gedruckt war, gab es dann noch eine Neuregelung, dass die Schreibweise korrigiert werden musste. Und der Ausweis wäre dann auf Schreibweise geprüft worden. Ist das eigentlich mit allen Ausweisen gemacht worden? Nein, ne? Vor allen Dingen hinterher, er war schon gedruckt, der Ausweis, ist das kontrolliert und so. Naja, also, der Holger Platz muss sich da auch Gedanken gemacht haben, also das ist. Und dann vor allen Dingen, der wird sich gesagt haben, denen da was erzählen und dann ist er froh, wenn er einen Ausweis kriegt. Nee, mein lieber Holger Platz, also, wenn auch heute nicht mehr in der Funktion, also so geht es nicht. Ein neuer Leiter wurde eingesetzt und der hat mir dann da geschrieben, wenn ich einen neuen Ausweis haben wollte, dann müsste ich da Geburtsurkunde und alles Mögliche und so. Und vor allen Dingen in seiner Antwort, ich werde die Antwort, die er mir geschrieben hat, auch einblenden. Das möchte ja wohl auch sein. Also ich glaube, wenn das Video hier heute Abend fertig ist, bin ich auch betrunken. Der Sekt schmeckt ja ganz hervorragend. Ist nur bloß die Frage, wo ich wieder sowjetischen Sekt herkriege. Schade, dass das alles nicht so richtig hinhaut. So und so und so. Tja. Mal wieder nach Russland fahren und mal sehen, wo die Russen da ihre guten Sachen haben. Mal gucken, dass wir da Sekt mitbringen, vernünftigen. Ja, aber zurück dazu. Und also geprüft, wie ich mich 2014 ausgewiesen habe, das ist nämlich nebenbei gemerkt eine Grundbedingung, dass man sich ausweist im Bürgerbüro, ne? Und dass da nicht reinkommt hier so nach dem Motto, mach mal Ausweis fertig und wenn der Ausweis fertig ist, wird die Geburtsurkunde erlangt. Also ein bisschen viel. Also. Naja, jedenfalls, da ist er sehr drumherum gegangen. Also die beiden Leutchen, also der Holger Platz wie auch sein Nachfolger, müssen das ja, diese Auswahl, wie ich mich ausgewiesen habe, fürchten, wie der Teufel das Weihwasser war. Also das gibt es ja gar nicht. Ja? Tja, und ich wundere mich nur, dass ich heute über die Antwort, die ich da von dem Nachfolger vom Holger Platz gekriegt habe, dann noch mehr oder weniger freue. Als ich die Antwort vom Holger Platz gekriegt habe, war ich noch wütend gewesen. Ne? Also wie man sowas überhaupt rausbringen kann. Wieso die Gesetzlichkeit so weit vergewaltigt werden kann, dass das da alles verschwindet und dann wieder vorgeholt wird. Ne? Ich habe das auch ein paar Leutchen erzählt und die waren da mächtig verwundert. Naja, jedenfalls kann man auf alle Fälle sagen, dass mit der Antwort nicht geprüft als erstes, wie ich mich ausgewiesen habe im Bürgerbüro 2014. Zweitens nicht geprüft, wie die Gesetzlichkeit ist. Da wurde nur ein Teil der Gesetzlichkeit erläutert, also wie ich einen neuen Ausweis haben will und so. Aber auch nicht richtig. Und so, nun habe ich schon in der Zwischenzeit, das war auch noch im alten Jahr, den Hinweis bekommen vom Bürgerbüro Mitte. Da ist momentan mein Ausweis hinmarschiert, wie der da hingekommen ist, ist mir ein Rätsel.
ich möge doch den Ausweis abholen, ansonsten wird er vernichtet. Na ja, liebe Leute, wenn er vernichtet ist, dann stellt er den neu aus. Ich meine, ungerechtfertigt ist der Ausweis 10 Jahre lang nicht ausgehändigt worden. Und wer daran schuld ist, das ist ja wohl ganz klar. Ich nicht. So, und so geht das nun weiter. Ja, was machen wir nun weiter? Ob da der Staatsanwalt? Ich glaube, das treibt und treibt und treibt bis zum Staatsanwalt. Und dieses Verhalten der mangelnden Gesetzlichkeit hat doch Fritze im Bundestag bemängelt. Sie bemerken offenbar überhaupt nicht, dass Sie genau mit dieser Politik, und die Agrarpolitik steht im Zentrum dieser Politik, dass Sie genau mit dieser Politik immer mehr Wählerinnen und Wähler in die Arme der schrecklichen Vereinfacher von links und vor allem der von ganz rechts treiben. Und da ist es erstaunlich, was ein Mann in der Opposition alles so sagen kann und alles so weiß. Ich glaube, in der Verantwortung, wenn er in der Verantwortung wäre, würde er das nicht mehr wissen. Denn wir sind ja dadurch dahin gekommen. Tja, das soll es also mal ganz schnell gewesen sein. Nochmals, trotz dieser vielen Schwierigkeiten und wer mir da raten kann, was ich da nun weitermachen könnte und so, ich glaube, es ist doch der Zwang, zum Staatsanwalt da zu gehen und zu erläutern, wie die Gesetzlichkeit im Bürgerbüro West eingehalten wird und auf welchen schwachen Füßen die Gesetzlichkeit der jetzigen Oberbürgermeisterin steht. Man muss das auch ganz eindeutig sagen. Ich werde ihr dieses Video und werde auch eine Antwort ihr darauf noch schreiben. Auf alle Fälle. Und sie kriegt auch dann eine Kopie von der Antwort mit, damit sie sich das angucken kann. Und dann müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. Mich beruhigt an der ganzen Sache bloß eins. Dass ich nicht der einzigste Fall bin. Aber wohl der einzigste Fall, der sich dagegen wendet und sagt, so geht es nicht. Tja, nochmals, liebe Lü, alles Gute zum neuen Jahr, dass das Jahr 2024 erfolgreich wird, dass der sowjetische Sekt immer schmeckt. Und was kann ich denn noch zum neuen Jahr wünschen? Dass die Bauerndemonstrationen erfolgreich durchkommen? Mich wundert an der Demonstration nur, dass, weil ja im Haushalt der Bundesrepublik Deutschland begründet wurde, es würden wohl 60 Milliarden fehlen, aber die 60 Milliarden sind da. Die brauchen den Bauern nicht abgezogen zu werden, sondern von der Rüstung, die 100 Milliarden, die dort verordnet sind, die werden zurückgenommen und sofort sind sämtliche Probleme geklärt bei den Bauern. Sofort sind sämtliche Probleme bei den Zugführern geklärt. Also wir sehen, Rüstung bringt nichts Gutes. Und stellt euch nun mal vor, wenn das nur noch zur offenen Auseinandersetzung kommt, obwohl die Bundesrepublik von niemanden in der Welt bedroht wird. Selbst die USA hätten nicht die Kapazität, die Bundesrepublik Deutschland anzugreifen. Dann würden sie sich aber in den Bienennest setzen, oder? Also. Und deshalb noch von Seiten der Bundesrepublik 100 Milliarden Euro für Rüstung auszugeben. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in dieser Größenordnung 100 Milliarden Euro gar nicht denken kann.
ehrlich, gebe ich zu. Gebe ich zu. Na, also gibt es gar nichts. Aber das würde die Bauern rundherum entlasten. Aber auf den Dreh kommen sie nicht, die Bauern. Heute Abend waren auch wieder Demonstrationen. Na, die gehen an für sich weiter. Und ich muss auch sagen, unter der Warte 100 Milliarden für die Rüstung und den Bauern noch, die Bauern noch verpflichten, auf Gesetzesgrundlage 60 Milliarden Euro abzusichern. Also das ist in keiner Weise in Ordnung. Denn die Regierung Scholz, so wie sie angetreten ist, hat sich ja verpflichtet, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und das ist bis jetzt vermehrt, der Schaden. Ein kleiner Lichtblick mag sein, dass sich eine Partei gegründet hat, die in ihren Grundsätzen erklärt, sofortige Verhandlungen mit Russland über Gaslieferungen. Das macht sonst kein anderer. Im Gegenteil. Wie sagte doch der Herr Habeck? Wir wollen den Russen keine Euros geben, damit die nicht noch weiter rüsten können. Er macht sich damit lächerlich. Ist er wirklich so weit hinter dem Mond oder sagt er das nur? Also mir ist das alles nicht verständlich. Und das alles soll doch im Jahre 2024 verschwinden. Zum Wohl mit dem letzten Tropfen. Alles Gute im neuen Jahr, 2024. Und dass das Jahr 2024 erfolgreich wird. Und ich ohne Bedenken nach Israel fahren kann. Im Moment geht es nicht. Tschüss und nochmals, dritte Mal, wie üblich bei mir, viel Erfolg im Jahre 2024. So.
schnell die kleine Lampe aus, Strom sparen, Stromkosten sparen. Es ist alles viel zu teuer.